Die Super Sommer Werbewochen beim Elsterwelle Fernsehen. 2:1 heißt es im August. 2 Wochen lang werben und nur eine bezahlen. Sind Sie jetzt neugierig geworden? Dann rufen Sie doch einfach an. 03571 42540. Hoyerswerda 42540. Elsterwelle. Wir bringen Sie ins Fernsehen. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir schauen als erstes nach Hoyerswerda. Dort steht Janine Wendt auf dem Pfadfindergelände und hat aktuelle Informationen zum am Sonntag beginnenden Abenteuerlager für Sie. An meiner Seite Reni Kerber. Reni, gefangen auf der Burg ist dies ja das Thema. Worum geht's? Ja, ist ein ganz spannendes Thema. Es geht um den Junker Jörg, der im Lutherjahr bestimmt dem einen oder anderen noch mehr zu sagen hat. Wir wollen nicht so viel verraten, weil die Kinder bekommen Tag für Tag neue Informationen und kriegen nach und nach raus, wer dieser Junker Jörg eigentlich ist und was er so erlebt hat. Warum er sich da auf der Burg versteckt oder gefangen ist, das bekommen wir alles im Laufe der Woche heraus. Nun ist das eine die Information, das andere ist natürlich wie immer Spiel und Spaß. Was habt ihr für die Kids so im Angebot? Na, vor allen Dingen Spiel und Spaß. Also es gibt neben der alltäglichen Geschichte, also da spielen wir, ein Knecht und eine Magd treffen sich, wir sind im Mittelalter und erzählen praktisch die Geschichte, aber davor wird gespielt, danach wird gespielt, es gibt das ultimative Geländespiel wie jedes Jahr, es gibt die Wasserschlacht wie jedes Jahr und es gibt wie jedes Jahr die Übernachtung, wo wir dann wirklich am Abend und in der Nacht nochmal losziehen und noch verschiedene Dinge erleben. Nun ist das ja speziell für Kinder gemacht vom Prinzip her. Deswegen gibt es auch 2 Varianten, wie sie hierher kommen. Genau, einmal gibt es feste Treffpunkte. Wir treffen uns immer um 14 Uhr und es beginnt schon dieses Mal am Sonntag. Diesen Sonntag, den 23. um 14 Uhr an den Treffpunkten. Das ist einmal in WK 5E. Bei unserem Spielhauswagen, dieser alte bunte Bauwagen Schweizer Straße, Heimstraße, da treffen wir uns um 14 Uhr und zur gleichen Zeit auch um 14 Uhr in WK 3 an unserem Pavillon. Das ist auf dem Hartplatz zwischen Brecht und Becherstraße. Und die zweite Variante wäre, weil das wäre ja für die Kinder von der Altstadt ein bisschen ungünstig, erst in die Neustadt zu fahren. Man kann auch selbstständig hierher kommen mit dem Fahrrad oder gelaufen. Dann treffen wir uns um 14.30 Uhr hier vor Ort. Dort beginnt die ganze Geschichte. Wie gesagt, diesen Sonntag geht's los am 23. bis zum 27., 28. Wir machen eine Übernachtung. Am 28. Vormittag sind wir dann praktisch fertig und bringen die Kinder, die hier übernachten durften, dann nach Hause. Ist es eigentlich günstig, mit dem Fahrrad zu den Treffpunkten zu kommen oder wird sich auch einer abstellen und das Ganze laufen? Wenn wir den Geländespieltag haben, laufen wir alle, ganz klar. Ansonsten ist es hier sehr schön mit dem Fahrrad. Also wir haben hier ein total super schönes Gelände. Da kann man auch zwischendurch mal, wenn Freiraum ist, mit dem Fahrrad hier unten die Wiese erkunden, mal hier eine Runde rumfahren. Das macht sehr viel Spaß. Kinder haben sich ja schon Rampen gebaut, um mit dem Fahrrad drüber zu fahren. Also das Fahrrad ist man freier und das ist eine feine Geschichte, wenn man das Fahrrad nutzen kann. Ihr macht dieses Lager schon seit vielen, vielen Jahren und es ist ungebrochen ein großer Andrang da. Wie geht einem so das Herz auf, wenn man die ganzen Steppkes so hat? Also dieses Abenteuerlager ist immer wieder was ganz Besonderes, weil man dann die Kinder nicht nur 2-3 Stunden hat oder 4-5 in der Woche, sondern man hat sie wirklich mal einen ganzen Nachmittag und dann eine ganze Woche lang den ganzen Nachmittag. Und da kommen Eigenschaften, Persönlichkeiten zum Vorschein, gerade
mit diesem Gelände, wo so eine Freiheit der Kinder da ist, wo kein Druck ist von der Schule, wo sie nichts machen müssen, wo sie so sind, wie sie sind. Und da gibt es immer wieder positive Überraschungen, wo man Kinder neu kennenlernen und neu lieben lernen, muss ich richtig sagen. Das Thema ist ja immer ein anderes. Wir gehen ja auch immer wirklich in die Lebenswelt der Kinder, auch mit den Themen, was hat das alles also mit uns zu tun und was da manche Kinder erzählen oder sagen oder wo sie auch wachsen innerlich. Das ist wirklich immer wieder eine Freude zu erleben. Was, glaube ich, noch ganz wichtig ist, es kostet nichts und man muss sich nicht anmelden. Genau, man kann, wenn man gerade neu ist und noch nie mit uns als CVM oder mit mir als Person was zu tun hatte, kann man einfach mal gucken, komm einen Tag und entscheidet dann, es gefällt mir, es gefällt mir nicht, ich komme wieder oder ich komme nicht. Manche machen auch Tagesausflüge mit ihren Eltern zwischendurch, das ist gar kein Problem. Man kommt dann gleich wieder ins Thema rein, also das wird immer unabhängige Themen dann geben, die am Tag abgeschlossen sind. Also das ist immer ganz frei, wer da ist, wer kommt, ist da und der ist natürlich herzlich willkommen. Egal, welche Konfession oder ob mit Kirche überhaupt nichts zu tun oder ob das Thema jetzt nicht so liegt. Das ist also egal, auch welche, also aus welchem Land ich komme, ne? Wir haben auch ein paar Asylbewerber dabei haben. Hier ist jeder willkommen. René, ich danke ganz doll für die Informationen und dran denken, an diesem Sonntag geht's los. Danke. Aktuelle Meldungen aus der Region folgen jetzt im Überblick. Die Brücke über den Westrandgraben bei Naht wird zurzeit erneuert. Bereits Anfang Juli wurde der Stahlbetonüberbau, die Brückenüberfahrt, mit großer Krantechnik auf die zuvor fertiggestellten Brückenauflagen eingehoben, informiert die LMBV. In den nächsten Tagen erfolgen die Anpassungen an die Zufahrten sowie der Aufbau der erforderlichen Sicherheitselemente wie Geländer und die notwendigen Verkehrseinrichtungen. Mit der Fertigstellung wird noch im August 2017 gerechnet. Die halbseitige Sperrung der Friedensbrücke in Bautzen dauert länger als vorgesehen. Grund seien einerseits der starke Rost und andererseits die Witterung, die das Auftragen des Korrosionsschutzes erschwert haben, heißt es aus der Stadtverwaltung. Die ausführende Firma habe einen Antrag auf Verlängerung bis zum 28. Juli 2017 gestellt. Ob die Arbeiten schon früher oder erst später abgeschlossen werden und wann die Friedensbrücke wieder freigegeben werden kann, hänge vor allem vom Wetter ab. Ein Lottogewinn von 100.000 Euro ist im Landkreis Bautzen zu verzeichnen. In der Mittwochsziehung konnte sich ein Glückspilz über den Hauptgewinn in der Zusatzlotterie Super 6 freuen. Der oder die Glückliche muss ihren Geldsegen allerdings noch anmelden. Mit den diesjährigen Abiturergebnissen zeigt sich das sächsische Kultusministerium zufrieden. Trotz veränderter Rahmenbedingungen sei die Zahl der erfolgreichen Prüfungen mit 97,65% zum Vorjahr mit 97,5% stabil. Auch die Durchschnittsnoten seien nicht wesentlich verändert. Der Landesdurchschnitt wird mit 2,24 angegeben, 2016 lag er bei 2,29. Die sächsischen Schüler seien offenbar gut auf den bundesweit einheitlichen Aufgabenpool vorbereitet gewesen, so Kultusministerin Brunhild Kurt. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind gleich wieder für Sie da. Ich mache dann alles fertig und sende Ihnen dann noch die Karte zu. Ja, sicher. Könnte aber etwas dauern. Bin beruflich unterwegs. Nähe ist einfach, weil Sie die Sparkasse immer erreichen können. Von zu Hause, mobil und in der Filiale. Ist das für dich? Willkommen zurück bei der Drehscheibe Lausitz und wir blicken jetzt noch einmal auf aktuelle Nachrichten. Das Zuse Computermuseum in Hoyerswerda bekommt 470.000 Euro Fördermittel für ein grenzüberschreitendes Projekt mit dem Foucault-Gymnasium und einem Berufsschulzentrum in Tschechien. Der Titel des Ganzen lautet Konrad Zuse schaut über die Grenze. Dabei sollen die Jugendlichen unter fachmännischer Anleitung Inhalte und Ideen zu verschiedenen Themen aus der Ausstellung des ZCOM entwickeln. Ziel sollen dann Geschichten für den museumsbegleitenden Audioguide sein. Das Projekt ist auf 3 Jahre angelegt. Ein erstes Treffen ist für Ende September vorgesehen.
Für die geplante Erweiterung der Papierfabrik in Schwarze Pumpe liegen jetzt die Genehmigungsunterlagen öffentlich aus. Bis zum 2. August können diese unter anderem in der Stadtverwaltung Spremberg sowie in der Gemeindeverwaltung Spreetal in Burgneudorf eingesehen werden. Das Unternehmen Hamburger Rieger will am Standort eine zweite Papiermaschine errichten. Die neue Anlage wird weiße und braune Wellpappe-Rohpapiere auf Altpapierbasis herstellen. Mit einer Maschinenbreite von 7,9 Metern können jährlich 493.000 Tonnen Papier gefertigt werden. Mit einem Investitionsvolumen von ca. 370 Millionen Euro sollen 200 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Am Mittwochvormittag wurde in Hoyerswerda eine 83-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall verletzt. Die Seniorin querte mit ihrem Fahrrad die Elsterstraße an der Kreuzung zur Südstraße und wurde von einem Auto erfasst. Der 62-jährige Fahrer eines Mercedes hatte beim Abbiegen an der Görlitzer Brücke die ältere Dame offenbar nicht rechtzeitig wahrgenommen. Die Seniorin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Offenbar im Drogen- und Alkoholrausch haben zwei 34-Jährige am Mittwochabend vor dem Lausitzcenter in Hoyerswerda für Aufsehen gesorgt. Im Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion gingen mehrere Notrufe von Passanten ein, denn die beiden aggressiven Männer hantierten mit einem Baseballschläger und sollen Streit gesucht haben. Beim Eintreffen einer Streife schlug einer der Männer auf eine Einkaufswagenbox ein. Anschließend griff er die Polizisten mit dem Schlagwerkzeug an. Die Beamten brachten den Täter zu Boden und fixierten ihn. Er war ihnen als Drogenkonsument bereits bekannt. Sein Begleiter wollte ihm zu Hilfe eilen, doch auch diesen ergriffen die Polizisten und brachten beide ins Gewahrsam. In der Nacht zum Donnerstag hat in Bischofswerda ein Auto in der Liebknechtstraße gebrannt. Die Feuerwehr konnte schnell löschen, verletzt wurde niemand. Die Ursache des Brandes am Audi ist aber unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt in allen Richtungen und hofft auf Zeugen des Vorfalls. Hinweise werden telefonisch unter 03581 46 81 00 entgegengenommen. Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch von der Terrasse eines Seniorenheims an der Christian-Weißmantel-Straße in Kamenz zwei Tische, zwei Stühle und eine Rattan-Sitzbank gestohlen. Der Wert der Terrassenmöbel wird auf rund 550 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen durch. Fünf Schwimmerinnen des SSV Hoyerswerda werden im August bei der Masters-WM in Budapest an den Start gehen. In Einzel- und Staffelwettkämpfen geht es dann darum, die bei der Qualifikation erreichten Zeiten zu übertreffen und möglichst viele der über 9.300 Gegner hinter sich zu lassen. Dafür trainieren die Athletinnen auch in den Sommerferien im Hoyerswerder Lausitzbad mit einem speziell abgestimmten Trainingsprogramm. Bereits im Mai konnten die Damen einige Sachsen- und Vize-Sachsen-Meistertitel in Dresden mit nach Hause bringen und letzte Wettkampferfahrung sammeln. Das Masterschwimmen bezeichnet den aktiven Seniorensport im Wettkampfbecken. Sportler, die das 20. Lebensjahr erreicht haben, dürfen an Masterwettkämpfen teilnehmen. Beim Bischofswerda FV08 hat jetzt der Vorverkauf für die Jahreskarten begonnen. Die Dauerkarte berechtigt zum Eintritt zu allen Heimspielen der ersten Männermannschaft in der NOFV Oberliga Süd in der Saison 2017-2018. Erhältlich sind sie in der Geschäftsstelle des BFV im Schmöllner Weg 2. In der heutigen Ausgabe der Servicezeit Kochen bereiten wir gleich einen leckeren Kartoffelsalat mit Gurke und Zucchini vor. Bleiben Sie also dran. Haben Sie ein ungewöhnliches Hobby, eine große Sammelleidenschaft oder kennen Sie jemanden, den wir unbedingt einmal vorstellen sollten? Sie können sich telefonisch unter 03571 425 40 oder via Mail unter info@elsterwelle.de einfach bei uns melden.
Hallo, liebe Zuschauer hier aus Wiesa, aus der Gaststätte zur Eisenbahn. Mein Name ist Jan Klawitter und ich begrüße Sie heute wieder zur Servicezeit Kochen. Heute möchte ich mit Ihnen einen schönen sommerlichen Kartoffel-Gurkensalat zubereiten, der wirklich hervorragend in diese Jahreszeit passt. Und ich glaube, es gibt kaum eine Jahreszeit, in der nicht so viele Sachen im Garten wachsen, die man dazu benötigt, wie jetzt. Wir benötigen natürlich ein paar schöne kleine frische Pellkartoffeln, dann hier gerade aus unserem Garten geholt kleine Landgurken, ne? Und ebenfalls ganz frisch aus dem Garten eine Zucchini, heute geerntet erst. Und es geht schon weiter, natürlich hier mit kleinen Dillspitzen und Dillblüten. Dann habe ich hier etwas Fenchelkraut und natürlich auch ganz frisches Zwiebellauch, passt hervorragend rein. Und dann benötigen wir einfach noch eine Zwiebel, etwas saure Sahne und etwas Joghurt. Und zum Abschmecken dann bzw. zum Verfeinern einen Schluck Essig und etwas Sahne sowie etwas Knoblauchöl. Habe ich hier selber angesetzt in meiner großen Flasche. Und dann natürlich noch diverse Gewürze, die ich Ihnen dann zum Schluss zeige. So, natürlich beginnen wir erstmal mit den Pellkartoffeln. Diese sind ja schon geschält und ich werde sie jetzt in schöne, nicht zu kleine Stücken schneiden, damit es nicht zu musig wird, unser Salat. So, unsere Pellkartoffeln haben wir jetzt in eine schöne, gleichmäßige Schnittform gebracht. Wie gesagt, bitte schneiden Sie sie nicht zu klein, weil durch unsere Flüssigkeit wird das sonst zu musig. Ich mag das nicht so, aber das ist Ihre Entscheidung und Sie entscheiden, wie Sie Ihre Kartoffeln schneiden. So, als nächstes beschäftigen wir uns also jetzt mit unserer Zucchini und mit unserer frisch geernteten Gurke. Und diese wird selbstverständlich zuerst einmal schnell geschält. Dann halbiere ich sie einmal in der Mitte und nehme uns einen Gurkenhobel, den Sie bestimmt zu Hause haben, der nicht zu grobe Scheiben macht, etwas schön fein, etwas feiner. Sie sehen, so, da kann man bis zum Ende durchhobeln. Bei der Zucchini, darauf achten, wenn Sie diese schälen, dass diese grüne Schicht, die etwas härtere Außenschicht, komplett weggeschält wird, weil unter der grünen Schale befindet sich nochmal so eine leichte Schicht. Sie sehen das hier, dieses Grüne, das ist etwas härter und nicht so zart. Das ruhig nochmal mit wegschneiden, mit wegschälen. Jetzt teilen wir unsere Zucchini nochmal längs. Und das weiß jeder, es ist ein Kerngehäuse. Und das stechen wir jetzt mit dem Löffel schön aus. Ich bin jetzt kein Linkshänder. So. Nicht zu viel, so dass das feine Gewebe hier weg ist, so ein bisschen die Fäden und fertig. Um besser die Zucchini zu hobeln, teile ich sie jetzt nochmal in drei Stücken und dann hobel ich sie auch mit in unsere Schüssel schnell rein. Man weiß ja, dass Zucchini, wenn sie einmal richtig wächst, in sehr großer Zahl wächst und man da teilweise gar nicht mehr weiß, was man damit alles machen kann. Also hier ist eine gute Gelegenheit, auch in dieser Art und Weise Zucchini mit zu verarbeiten. Ne? Nun, liebe Zuschauer, kommen noch Zwiebelwürfel hinein. Sie wissen, sächsische Küche, Zwiebelküche, also Zwiebeln dürfen nicht fehlen, auch wenn wir dann noch unser Zwiebellauch dazugeben. Aber ich bin der Meinung, in jedem sächsischen Gericht muss auch ein wenig Zwiebel sein. Ich habe in dem Fall eine große Gemüsezwiebel genommen. Sie für Ihren alltäglichen Gebrauch, weiß ich, nehmen dann zwei oder drei kleinere aus Ihrem Garten bzw. aus dem Zwiebelnetz vom Supermarkt. Jetzt kommen unsere frischen Kräuter noch hinein. Ich fange jetzt an mit dem Zwiebellauch, nehme dann ein bisschen von dem feinen Fenchel, schön frischen, das hat ein hervorragendes Aroma, das riecht richtig lecker. Dann natürlich
passt hervorragend auch Dill dazu. Und zum Schluss noch etwas frische Petersilie. Ich schneide das jetzt hintereinander für mich hier auf dem Brett und gebe das hinein. Und dann geben wir die anderen Zutaten dazu. Jetzt haben wir unsere schönen aromatischen Kräuter. Die riechen wie verrückt, richtig schön frisch. Und so soll das auch sein, weil unser Salat soll richtig Frische wiedergeben. Und deswegen sind frische Kräuter ganz wichtig. Wenn Sie aber zu viel davon haben, dann nehmen Sie sich ruhig ein Rama-Schälchen oder ein anderes Schälchen, schneiden das in feine Stücken und geben das so, wie es ist, möglichst sehr trocken in den Frost. Können Sie jederzeit aus der Schale wieder rauskratzen und in den nächsten Salat machen. Also dort können Sie Ihre Kräuter hervorragend konservieren, indem Sie einfach kleinschneiden und einfrosten. Wir machen jetzt weiter mit unserem Kartoffelgurkensalat, indem wir unsere saure Sahne dazugeben. So, dann unseren Joghurt. Und jetzt kommen wir an die Stelle, wo die Knoblauchliebhaber oder Nichtliebhaber dran sind. Weil ich würde jetzt entweder Tzatziki noch dazugeben oder in dem Falle auch einen Schluck meines selbstgemachten Knoblauchöls. Viele haben das ja vielleicht auch zu Hause, aber nur so ein wenig, weil es ist sehr, sehr gehaltvoll. Und dann geben wir lieber noch etwas Rapsöl dazu. Ein kleinen Schluck Essig. Und etwas süße Sahne. So, da können wir danach immer noch was reinmachen. Erstmal nur ein wenig. Jetzt würzen wir das Ganze mit Salz. Ich nehme wieder etwas aromatisiertes Salz. Einmal Kräuter und einmal etwas Gemüsesalz. Eine Prise Pfeffer. Und wo Essig drin ist, das wissen Sie, muss selbstverständlich auch das Gegenstück dazu, nämlich der Zucker, also etwas Zucker. Jetzt haben wir alle Komponenten zusammen und der Pfeffer wirkt schon bei mir, deswegen hole ich mir jetzt schnell eine Schaumkelle und dann rühren wir alles um. So, liebe Zuschauer, nachdem wir jetzt hier alles richtig schön vermischt haben, lassen wir unseren Salat noch etwas ruhen und stellen ihn für ca. 2 Stunden in den Kühlschrank, damit er auch schön durchzieht. Und danach richten wir ihn schön an. Und nachdem wir unseren Salat ziehen lassen haben, schmecken wir ihn nochmal ab. Das ist natürlich wichtig. Noch eine Prise Salz. Gut. So, nochmal unterheben. Schmeckt hervorragend frisch. Durch den Joghurt und die saure Sahne kommt diese besondere frische Note hervor. Ganz lecker. Diesen Salat, liebe Zuschauer, kann man sehr, sehr vielfältig verwenden. Das wissen Sie. Ob zum Spiegelei, zur Bratwurst, zum Beefsteak, zum Schnitzel, zum gebratenen Fischfilet oder was Sie auch immer möchten. Oder nur Natur. Natürlich auch für Vegetarier hervorragend geeignet, weil er wirklich 0,0 vom Tier dran dabei ist. Und jeden Tag ein kleiner Gaumenschmaus dazu und es schmeckt hervorragend. So, wir garnieren jetzt natürlich noch ein bisschen lecker aus. Dazu die frischen Kräuter, natürlich noch ein kleiner Dillzweig. Und ich war noch mal im Garten ganz schnell und habe hier eine schöne Kapuzinerkresse geholt. Und frischen Schnittlauch. So, und natürlich auch eine farblich hervorragend abgestimmte Boretschblüte. Bei der Boretschblüte nach Möglichkeit das Grüne hinten wegnehmen. Das ist nicht so gut zum Genießen. Also den Blütenschaft. Aber das andere
Die Blüte kann man hervorragend essen und hat einen leicht würzigen, nussigen Geschmack. Und wir haben einen sehr schönen, appetitlich angerichteten Salat. So, liebe Zuschauer, das war sie schon wieder, unsere Servicezeit kochen mit unserem hervorragend frischen Kartoffel-Gurkensalat mit Sauerrahm. Und ich hoffe, Sie machen ihn mal nach, weil es ist wirklich nicht schwer und schmeckt, wie gesagt, zu allen Sachen hervorragend. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ihr Jan Klawitter aus der Gaststätte zur Eisenbahn. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Am 21. Juli 1813 war Napoleon Bonaparte im Hoyerswerda Schloss zu Gast. Inmitten des Krieges war er auf dem Weg von Altdöbern nach Dresden. Nachdem der Feldherr hier zu Abend gegessen hatte, reiste er noch in der Nacht weiter in die Landeshauptstadt. Gut 4 Wochen vorher hatten die französischen Truppen in einer Schlacht gegen die vereinigten russischen und preußischen Truppen rund um die Wassenburg bei Nard verloren. Nach der endgültigen Niederlage Napoleons kam es auch für Hoyerswerda zu einschneidenden Veränderungen. Nach den Beschlüssen des Wiener Kongresses gehörte es fortan zu Preußen. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Um 10 Uhr lädt der Nachbarschaftshilfeverein auch am Freitag wieder zum Seniorenschwimmen in das Lausitzbad in Hoyerswerda ein. Um 15 Uhr ist die Strickgruppe im Plauderstübchen aktiv. Das ist in der Cafeteria der AWO in der Münzerstraße. Am Freitag um 10 Uhr beginnt eine märchenhafte Sommerolympiade auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda. Sie wird mit tollen Märchenspielen der Abschluss der Märchenwoche sein. Ab 14 Uhr ist offener Freizeittreff, wobei wieder alle Angebote zum Spielen und Basteln genutzt werden können. Es ist auch Zirkusprobe. Im Natz in Hoyerswerda am Markt ist am Freitag wieder jede Menge los. Von 14 bis 16 Uhr im technischen Modellbau, von 15 bis 17 Uhr erfahren Kinder im Bereich Naturwissenschaften und Umwelt Spannendes innerhalb der AG Naturforscher. Im Jugendclubhaus Orsi in Hoyerswerda ist am Freitag Robotik-Dance-Training. Felix beginnt um 15.30 Uhr. Ab 17 Uhr ist Sommerferienparty. Sie steht unter dem Motto Bunt und Laut. Im Jugendhaus in Lauter am Lessingplatz können Interessierte am Freitag den Gitarrenkurs für Einsteiger besuchen. Beginn ist 16 Uhr. Zudem gibt es auch wieder offene Angebote. Pop, Soul und Gebete. Das Gig-Festival beginnt am Freitag in Rosenthal. Um 19 Uhr wird in der Wallfahrtskirche der Film Outcast gezeigt. Der Eintritt ist frei. Und hochkarätiges Kabarett gibt es am Freitagabend im Amphitheater in Großkoschen. Werner Kotschwarer gastiert mit seinem Programm Am achten Tag schuf Gott den Rechtsanwalt. Der Klassiker des deutschen Kabaretts. Er wird ab 20 Uhr ihre Lachmuskeln dort am Senftenberger See fordern. Nachts abklingende Schauer und Gewitter und größere Auflockerungen, dazu 18 Grad. Am Freitag gibt es einen freundlichen Wechsel von Sonne und Wolken und auch teils längere sonnige Phasen. Es bleibt trocken, die Höchstwerte liegen bei angenehmen 26 Grad. Am Wochenende dann wieder zunehmender Tiefdruckeinfluss, dabei wiederholt Schauer und Gewitter, örtlich kräftige Regengüsse, zwischendurch aber auch sonnige Phasen. Es wird mit Höchsttemperaturen um 26 Grad spülwarm. Von Montag bis Mittwoch bleibt es weiterhin wechselhaft und neben Aufheiterungen gibt es häufig Regenschauer. Das war die Drehscheibe Lausitz vom Donnerstag. Morgen laden wir Sie unter anderem zu einem Baustellenrundgang ins Hoyerswerda Schloss ein. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten. Bis dahin, tschüss.